Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 hier auf der Untergriesbach. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Wir sind gerade ein bisschen Wasser holen hier mit unserem Universaltank. Wir müssen noch ein bisschen müssen wir noch warten, weil das dauert hier ein bisschen. Aber dann werden wir die Kühe mit Wasser versorgen und danach auch die Schafis. Und wenn wir das hinter uns haben, dann werden wir uns sehr wahrscheinlich um unser neues Feld, was wir uns in der letzten Folge gekauft haben, kümmern. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Da gibt es einen Link zur gesamten Playlist. Genau, und da könnt ihr euch dann das letzte Video anschauen. Oder ihr schaut einfach auf meinen Kanal vorbei, da werdet ihr das ja auch finden. Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. So, wir sind voll, das heißt, wir können los. Wunderbar. Genau, und jetzt werden wir erstmal schnell bei den Kühen vorbeifahren. Da haben wir ja in der letzten Folge schon einen kompletten Hänger reingepackt. Die waren natürlich auch sehr leer, die die Tröge. Nennt man das so? Der Trog, der Futtertrog oder die Wasserrinne? Keine Ahnung, ey. Ich bin kein echter Landwirt. Genau. Ja. Dann werden wir das erstmal machen. Leute, übrigens, für alle, die sich den LS22 noch vorbestellen wollen, ne? Schaut mal gerne unten in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Partnerlink von Giants. Da könnt ihr euch das gerne über meinen Partnerlink vorbestellen. Direkt beim Entwickler. Das heißt, ihr kriegt das da auch als Download-Version und auch als CD-Version, was ihr da halt wollt. Und damit würdet ihr natürlich Giant Software als allererstes unterstützen, aber auch mich zum kleinen Anteil. Und das wäre halt ziemlich cool. Davon haben wir alle was. Ne? Ihr habt das Spiel und unterstützt den Entwickler und mich damit ein bisschen. Das wäre halt ganz cool und vielen Dank für jeden, der diesen Link dann dort auch immer benutzt. Vielen, vielen Dank. So, wir haben die Kühe versorgt. Das heißt, wir fahren jetzt mal hier an der Seite. Kurz rüber zu den Schafen. Ah, hier, das muss ich alles nochmal umbauen, Freunde. Das gefällt mir hier alles noch nicht. Das hier gefällt mir hier alles noch nicht. Das ist alles noch nicht so super, wie ich das gerne hätte. Ich überlege tatsächlich auch, ob wir nicht einfach die ganzen Schafe wieder verkaufen sollen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich meine, wir haben 34 Schafe, ne? Angenommen, wie viel kostet uns der Laden hier oben? Knapp eine halbe Mille. Knappe halbe Mille. Ah ja, okay. Okay. Vielleicht, wenn wir nachher ganz, ganz viel gespart haben. Also nie. So, fahre ich mit dem erstmal hier oben wieder hin. So. So, lassen wir den hier erstmal wieder stehen, den Anhänger, würde ich sagen. Ich mach den erstmal aus hier, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Den auch nicht, den auch nicht. Oh, wie sieht das eigentlich hier aus? Genau, das haben wir auch noch übrig, ne? Kann noch nicht dreschen. Shit. Müssen wir noch warten, Freunde. Nützt nichts. Das nützt alles nichts. So, dann werden wir auf jeden Fall erstmal kurz hier einstreuen. Bei den Kühen, das können wir ja schon gut machen. Das werden wir dann auch einfach mal. Ah ja, perfekt. Der Bug ist wieder da, man kennt ihn. Hallo. Lass mich doch einfach das Ding mitnehmen hier, hallo. Hey, mach doch nicht diesen gleich wieder. Oh, ach Mann, ey. Wieso? Hä? Wieso hängt das jedes Mal hier fest? Was soll das denn? Was soll das denn? Ah ja.
Ah ja, perfekt. Das läuft ja. Okay, warte mal, vielleicht ist das ja irgendwie wieder raus. Oh, das habe ich. Jetzt kriege ich das doch da nie im Leben wieder da rein, oder was? Der backt da komplett im Boden fest. Also ich meinte, er hing dort irgendwie mal im Boden fest. Oh Mann, jetzt ist die Balle natürlich da unten hingeflogen. Ich den mal eben hier. Nehme ich mal die Gabel mit. Ah, falsch. Ich wollte die Gabel eigentlich nur mitnehmen. Die wollte ich schon auch dran behalten. So. Perfekt. Eieiei, alles nicht so einfach hier, will ich mal so sagen. Ne? Alles nicht so einfach. Dann holen wir uns die Balle gleich mal wieder. Bevor die hier noch abhanden kommt. Aber nein, nicht rollen, nicht rollen, nicht rollen. Roll bitte einfach nicht. Bleib da, wo du bist. Bleib. Oh Gott, ja, perfekt, Bauer. Was machst du schon wieder? Naja, okay, jetzt liegt sie auch. Jetzt kann sie nirgends mehr hinrollen. Dann kann ich sie auch vernünftig aufspießen. Perfekt. Sehr schön. Dann fahren wir mal im Kreis hier, oder was? Ja, die Beingabel da, den Spieß, die muss ich auch nochmal irgendwie zuordnen. So, Freunde. Hoffe, das geht so. Ja, bleib bloß drin, da bleib bloß drin. Die Balle soll bloß drin bleiben. So, streuen wir mal wieder ein hier. Ich glaube, da geht auch gut was rein jetzt. Streuen wir mal ein bisschen rein hier. Mach voll da, mach alles voll. Mach alles voll, Achtung. Kriegt hier eine kleine Dusche. So, wie viel haben wir denn jetzt da überhaupt drin? Ja, reicht erstmal. Das reicht erstmal. Okay, wunderbar. Dann haben wir das. Jetzt lasse ich das Ding hier aber mal nicht da stehen auf der Platte, sondern ich lasse das Ding hier stehen. Lass das einfach hier stehen. So. Und den Merlot, den kann ich hier stehen lassen. Den brauche ich ja gerade nicht. Lass wir da erstmal stehen. So, dann müssen wir hier schon wieder nachfüllen, ne? Zack, rein da. Und hier noch irgend so ein Schieber-Dingenskirchen lösen. So, habe ich hier auch noch. Ich glaube, der müsste noch auf sein. Ah, läuft doch. Diesmal aber auch vernünftig hier. Guckt euch das mal an. Wunderbar. Aber wir müssen auf jeden Fall die Biogas noch mal befüllen, ne? Weil jetzt nur 9000, da ist ja nicht mehr viel nach jetzt an Gärreste. Das heißt, da muss auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachhelfen.
Da müssen wir auf jeden Fall langsam wieder Zeug reinfahren. Guck mal, das ist nicht mal mehr ein Fass, was da drin ist. 9000, 3000. Nee. Habe ich, mach den Schieber wieder auf. Okay, von mir aus auch so. Passt. So, dann würde ich sagen, fahren wir nochmal schnell zum neuen Feld, zu Feld 9 hoch. Oh ja. Meistens da noch mal ein bisschen Kehrreste drauf. Überlegt nur gerade, ob wir vorher nicht noch ein bisschen was da in die Biogas reinschmeißen. Warte mal. Kurze Unterbrechung, Freunde. Wir werden noch was in die Biogas bringen. Und zwar packen wir da ein paar Ballen rein. Und zwar, ich überlege gerade mal welche. Überleg gerade mal, welche. Eigentlich können wir da oben ein paar Heuballen wegnehmen. Glaube ich. Brauchen wir eh da nicht alle. Hier machen wir mal maximal 6 Stück. Zack, weg damit. Ab in die Biogas. Ich die alle mit? Das wäre geil. Oh, oh. Das was wird, Freunde. Hochstapler Bauer ist am Start. Oh. Komm, nur bis da hinten hin. Dann ist egal, aber bis da hinten hin wäre halt schon ganz geil. Okay. Noch läuft's, Freunde, noch läuft's. Langsam und vorsichtig jetzt. Okay. Jetzt wird's spannend. So, kommen die alle drei gut rein, ja, ne? Ich glaube, das kann was werden. Ich glaube, das kann was werden. Achtung. Zack, zack, zack. Alle drei drin. Perfekt. Jetzt packen wir da nochmal 3 Stück rein. Gucken, ob wir das nochmal so gut hinbekommen. So. Hier ist auch wieder irgendwas. Irgendwas ist da doch, ey. So. Achtung, fertig. Und ab dafür. Da muss ich noch mal kurz ein Stückchen, glaube ich, besser rein, oder? Also, so ist perfekt. Oh, Concentration. Aber schon mal ein Stückchen schneller unterwegs sind wir.
Mach schon mal ein bisschen den Arm raus. Risk no fun, Alter. No risk, no fun. So, sind schon mal über dem Bunker. Das ist wichtig. Und bitteschön. Ah, guck mal, easy. Easy, Freunde. Gar kein Problem. Seht ihr, so macht der Profi das. Bloß nicht extra fahren. Alles mitnehmen. So, und den lasse ich gleich da stehen. Wunderbar. Den lasse ich hier stehen. Wunderbar. Und nochmal schnell hier hinten gucken gehen. Da ist jetzt was drin im Bunker. Gucken, ob wir hier schon mehr Geras haben. Ja, 4000, okay, das geht auf jeden Fall hoch. Da müssen wir dann halt nur, ja, da müssen wir auf jeden Fall dann halt zwischendurch nochmal ein bisschen mehr reinhauen. So, los geht's mit dem Johnny erstmal. Eine Runde. So, Feld 9. Jetzt müsste ja auch eigentlich direkt das hier vorne sein, das Feld, oder? Kurz gucken, kurz Lugi-Lugi machen, aber ich meine, das müsste jetzt gleich auf jeden Fall hier vorne das Feld sein. Dieses hier. Das hier ist unser neues Feld, Freunde. Das ist gar nicht mal so klein. Schade, dass die Kartoffeln hier drauf verrottet sind. Hätte ich halt auch ganz gern gehabt. Aber man kann auch nicht alles haben, ne? Ist ja klar. So, wir fangen hier bei dem Häuschen an. Würde ich sagen. Und dann geht das Ganze los. Hier ist halt nur das Problem, dass man nichts sieht, ne? Warte mal, wir machen mal. Okay, gut. Wir machen mal. Wie war denn das gleich nochmal? Hallo? Ah, so. Spuren an, Vorgewendemodus aus, das aus, automatisch, das weg, AB-Kurs, ja, mache ich das nochmal so, ne? So, dann machen wir Aufzeichnung starten. Geht das? Hier hoch, würde ich sagen, oder? Ja, eigentlich ist es Quatsch, was ich gerade mache. Eigentlich ist es Quatsch. Warte mal, wir müssen gleich nochmal neu machen, Freunde. Und gleich nochmal neu machen, egal. Jetzt einmal hier raus. Zack. Ist da mein A-Punkt? Was soll der Scheiß denn? Wieso ist da mein A-Punkt? Hallo? Nein, nicht da mein A-Punkt. Ich fange nämlich jetzt hier an, weil hier ist eine gerade Bahn. Das ist relativ gut. Die können wir dann nämlich auch nachher benutzen, den Kurs. Wisst ihr, wie ich meine? Das können wir später dann auch ganz gut benutzen. Wie kann ich denn hier neu machen? A-Punkt setzen. Nicht den A-Punkt, hallo? Ja, was willst du? Ich möchte neu machen. Ja.
An, alles an. Automatisch, automatisch. So, 0, B. Akku, A-Punkt setzen. Habe ich jetzt hier einen A-Punkt gesetzt? Hallo, ich möchte hier den A-Punkt setzen. Was? Oder ab? Bitte lade. Ah, Mann, ja, will ich ja gerne. Mann, oh, hallo. Kann ich hier nicht neu machen, irgendwie alles? An. Automatisch. Das brauchen wir nicht. So, dann hätte ich gerne einen. Ah, nee, das wollte ich doch nicht. Nein, das will ich auch nicht. B setzen, Akku setzen, A, B. A, B. A-Punkt setzen. Irgendwie macht er das nicht. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Guck mal, wenn ich jetzt hier einen A-Punkt setze. Erstelle oder lade zuerst eine Spur, bevor du eine automatische Führung beginnst. Ja, ich würde ja gerne eine Spur laden. Guck mal hier. Mission Guiding Steering, bladibla, XML. Ja, die brauche ich auch nicht. Wenn ich jetzt das auflösche und ich jetzt eine Base Group habe. Testen wir das nochmal. Ja, bla, brauchen wir nicht. So. A, B, A, B, A, B. Hat er immer den da hinten. Keine Ahnung, was das soll, aber ich werde mich da nochmal schlau machen, Freunde. Dann würde ich aber sagen, beenden wir das an der Stelle erstmal. Muss hier irgendwie nochmal klarkommen. Warum auch immer der hier andere Sachen vorhat. Ich würde aber sagen, Freunde, vielen Dank erstmal fürs Dabeisein. Sorry, dass das jetzt ein bisschen Chaos war. Oh, jetzt habe ich hier einen A-Kurs. Warte mal. Können wir hier auch nochmal runterfahren? Jetzt habe ich hier eine A-Linie. Fahren wir hier nochmal schnell runter. Und hoffe, dann kann ich die gleich auch nochmal gebrauchen, die Linie. Dann können wir nämlich schön mit GPS-Gülle fahren. Das ist doch nice dann, oder? Das ist doch sehr nice dann. Dann setze ich jetzt hier erstmal, fahre ich kurz den Kurs ein bis runter, würde ich fast sagen. Ja, Vorgewende müssen wir dann wahrscheinlich eh selber nochmal starten. Aber erstmal können wir jetzt hier schön einen. Ja, einen geraden Kurs reinfahren. Erstmal schön geraden Kurs. So viel haben wir hier auch eh nicht mehr drin in dem Tank. Aber es sollte reichen, wenn wir bis hier hinfahren. Und dann mache ich hier den B-Punkt hin. Und dann mache ich hier natürlich nochmal auf automatisch 16 Meter. 16 Meter Pfirsich. So. Dann mache ich Vorgewende anhalten, Vorgewende, ja. Ersatz, nein, nein. Kann ich nur anhalten machen. Entfernung machen wir mal 12. So, und dann machen wir Feld 9. Gülle. 16 Meter. Speichern. So, dann haben wir den Kurs auf jeden Fall drin, Freunde. Jetzt werde ich mal in die zweite Bahn fahren. Gut, aber in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Dabeisein. Ach Mann, falscher Knopf. So, auch falscher Knopf. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein. Macht es gut und wir sehen uns in alter Frische. In der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht im LS19 auf der Untergrießbare. Es wird aufregend. Ich bin ganz gespannt und weiß noch nicht, was ich hier machen soll. Aber wir kriegen das, glaube ich, ganz gut zusammen hin, Freunde. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein. Macht es gut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.